Ja, ab jetzt sollte alles anders werden. Ne? Jetzt sollte endlich Dardan der Dardan sein, der ich schon immer sein wollte, ohne dass mir irgendeiner von rechts, von links irgendwie da kommt und mir irgendwie sagt, du darfst dies oder das nicht machen. Somit folgten dann eben auch neue Projekte, neue Musikvideos. Und ja, da habe ich endlich in meinem Studio meinen neuen Track Penthouse aufgenommen. Denn nach langer, langer Zeit wollte ich endlich mal wieder einen Track haben, der in die Richtung wie Sex mit dir geht. Sex mit dir war ein Song, der wirklich so am Ende auch rauskam, so wie ich ihn mir auch vorgestellt hatte. Und der Nachfolger sollte auf jeden Fall Penthouse sein. Kai ist auch Gott sei Dank ein guter Produzent, sage ich mal, der was von seinem Handwerk versteht. Der weiß genau, wenn es irgendwo mal hakt, was er sagen muss, wie er es dem Künstler genau in der Booth erklären muss, dass man eben wieder sich reinfuchst. Manchmal merkt man gar nicht mehr, dass man so voll von der Linie abkommt. Und dann sagt er auch mal, hey, hier, komm, mach mal Pause, lass mal was essen gehen und so. Und das finde ich bei Kai richtig gut. Also man merkt auf jeden Fall, dass er jahrelange Erfahrung hat und Props auf jeden Fall an Kai. Bad Boy Rolling, Flaschen auf, wir rasten aus. Willkommen im Penthouse, Kopf ist kaputt, alles Chaos. Willkommen im Penthouse, Willkommen im Penthouse, willkommen im Penthouse. Flaschen auf, wir rasten aus. Willkommen im Penthouse, Kopf ist kaputt, alles Chaos. Willkommen im Penthouse. Dankeschön. Ey, kannst du mir nochmal vielleicht ganz kurz den zeigen, den die Hook? Klar. Spain oder Italien, Blueberry Energy, sie nennt mich Aventi, Bad Boy Rolling. Flaschen auf, wir rasten aus. Willkommen im Penthouse, Kopf ist kaputt, alles Chaos. Willkommen im Penthouse. Würde ich sagen. Ja, Mann, ich komme mal rüber, ja? Komm mal raus, hör dir das mal hier draußen an. Also von drin hört sich das auf jeden Fall schon mal ganz gut an, bis auf die ganzen schiefen Töne, die wir natürlich dann irgendwie rauskratzen. So, ne? Ja, die machen manuell Tune, Autotune und dann. Oh, Scheiße. Willst du hier draußen nochmal anhören? Ja, zeig mal. Na, dann hör mal rein. Spain oder Italy, Blueberry Energy, sie nennt mich Aventi. Bad Boy Rolling, Flaschen auf, wir rasten aus. Willkommen im Penthouse, Kopf ist kaputt, alles Chaos. Willkommen im Penthouse. Willkommen im Penthouse, willkommen im Penthouse. Flaschen auf, wir rasten aus. Willkommen im Penthouse, Kopf ist kaputt, alles Chaos. Willkommen im Penthouse. Schon geil, also ich, zack, wie gesagt, wenn das dann noch abgemischt wird und alles, wird das, glaube ich, sehr cool. Ja? Granate, Mann. Nicht schlecht, Alter. Das ist ja das erste Mal, dass wir den jetzt direkt hingekriegt haben, wenn man überlegt, wir haben bei Leila Bonita, wie viele Sessions? Zwei? Wie oft haben wir aufgenommen? Ich glaube, wir sind bei der dritten, ja. Jetzt sind wir bei der dritten und mittlerweile fehlt mir eigentlich so die Lust, aber ich werde auf jeden Fall das Ding zu Ende kriegen, so, weil ich will das ja auch fertig kriegen. Auch wenn ich glaube, ich den beiden richtig auf den Sack damit gehe, aber ich glaube, das wird auch das letzte Mal sein, dass ich einen Track dreimal aufnehme. Ja. Ja. Lange währt gut. Ja. Es ist halt einfach so, ich kam glaube ich zweimal ins Studio und ich wusste nicht so richtig, in welche Richtung ich das performen möchte, weißt du? Ja, spannend. Wie gesagt, wir nehmen es auch wieder Stück für Stück.
Stück auf und dann gucken wir, welche Stücken halt nicht passen und welche cool sind und dann konzentrieren wir uns auf die, die halt nicht so gut sind. Ich sag halt, Sache fühlen und dann rockt es schon, oder? Ja, aber guck mal, wir haben den jetzt gerade eben schon aufgenommen hier, seit, weiß ich, 2 Stunden haben wir den hier runtergewuppt und jetzt bist du drin, jetzt bist du warm und so. Jetzt mal kurz noch 10 Minuten Pause und dann geht's weiter. Ja, man, safe. Nachdem ich den Track mit Kay aufgenommen hatte, nachdem alles sehr gut saß, nachdem alles nur noch praktisch abgemischt und abgemastert werden musste, habe ich dann zu Kay gesagt, dass ich erstmal nach Hause gehe und erstmal Abstand von diesem Track brauche. Ich habe den so oft eingerappt, da ist so viel passiert. Und dann kam ich kurz zu Hause an, habe mir kurz was angezogen und wollte dann eigentlich bei mir da in der Gegend was einkaufen gehen und traf dann die gewisse Person. Na du? Was geht? Hast mich wiedererkannt? Du siehst gut aus, wie geht's dir? Ja, danke, gleichfalls. Gut, geht's dir uns selbst? Gut, ja. Ich war gerade beim Termin und wollte mir jetzt noch kurz was einkaufen und wollte dann eigentlich nach Hause gehen. Ja. Was machst du so? Nix, ich komme gerade von meinen Eltern, habe gerade die Kinder weggebracht. Ja? Wie geht's denn? Super. Ja, denen geht's gut. Die wollten gerade mal heute mal ein bisschen zu Oma und Opa. Freut mich sehr. Du siehst gut aus, du siehst richtig gut aus. Wo hast du den Mantel her? Ja, keine Ahnung. Ich habe den, glaube ich, letztes Jahr irgendwie gekauft bei Zara oder so. Das sieht richtig gut aus auf jeden Fall, ja? Ja, danke. Was machst du so? Ja, was soll ich machen? Zu Hause mit den Kindern, ne? Ja? Und? Ja. Lassen sie dich in Ruhe? Hast du genug Zeit für dich, oder? Naja, du weißt ja, wie die sind, ja. Na, ab und zu sind die auch bei mir, aber ich frage ja nur, wie es dir dabei geht, ne? Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen. Ja, eine Ewigkeit, glaube ich. Wie lange Sport bei dir? Oh, hör bloß auf, ey, wirklich, mit der Corona-Geschichte ist echt nervig zurzeit, ne, aber... Trainierst du zu Hause? Zu Hause, oder? Ja, ab und zu, aber ist halt anders, als wenn du zum Sport zurückgehst, weißt du? Ja. Ja, und bei dir so? Bist auch ein bisschen so, Dicker geworden, ja, ich habe auch ein bisschen zugenommen, ich trainiere auch zu Hause. Ja. Naja, schön, die Kinder machen auch ein bisschen mit. Vermisst du mich die Kinder wenigstens, oder? Ja, die fragen jeden Tag, vor allem der Kleine. Ja, voll süß, ja, voll süß. Es war nicht geplant, es war ein Treffen, was anscheinend der liebe Gott wollte. Nachdem ich sie 5 oder 6 Monate gar nicht gesehen hatte, ich muss wirklich sagen, ich fand sie sehr, sehr schön. Also eine bildhübsche Frau, man hat auch gemerkt, dass sie entweder von den Sorgen aus oder vielleicht hat sie sich auch Ziele genommen, keine Ahnung, sie hat auf jeden Fall abgenommen gehabt, das habe ich definitiv gesehen. Und sie sah sehr gut aus, sie sah glücklich aus. Und so kurze Zeit dachte ich mir so, okay, anscheinend geht es ihr besser ohne mich als mit mir. Komm doch mal einen Tag vorbei. Zu dir? Ja. Okay. Die Tage einfach. Kannst du mir einfach mal anrufen, SMS schreiben und dann... Okay. Nehme ich doch gerne an. Auf einen Chai. Auf einen Chai. Oder Kaffee. Du trinkst Kaffee ja geht Kaffee. Auch. Ja, Chai eher jetzt lieber. Du isst ja gerne dazu mal Pralinen und so. Mm. Ich bring dir auf jeden Fall was mit und dann telefonieren wir einfach noch mal einen Tag und dann... Ja. Hast du ja meine Nummer, wa? Ja, hab ich ja. Okay. Gut, na dann. Wir sehen uns, ja? Ja. Kommen um zu bleiben, Bro. Story Maker wie Pinocchio. Ich bin angekommen, wow, wow. Ich bin angekommen, wow, wow. Motherfucker und ein Gangbanger. Ich bin ein Trendleger und laufe durch die Hut, als wäre ich ein Gangster. Ich laufe durch Berlin, als würde mich jetzt jeder kennen. In meiner Hose ist für jeden ein Geschenk. Ich bin nice, ich bin reich, ich bin wunderschön. Einen schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Meine Nightjogger sind aus den 80er. Und wenn ich drauf bin, komme ich gar nicht klar. Ich bin ein Playboy, Bro, was geht dir ab? Hol mein Geld, zack, 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 zack.
Ja, und nach kurzer Zeit habe ich mich dann mal wieder mit dem El Cubano getroffen, meinem Bro, mein Homie, den ich auch mal wieder irgendwie lange nicht gesehen hatte. Und ich wollte ihm auf jeden Fall erzählen, dass ich meinen neuen Track Penthouse aufgenommen habe. Ich wollte ihm sagen, dass ich auch demnächst höchstwahrscheinlich auch ein Album aufnehmen werde. Und dann haben wir uns in Berlin am Hackischen Markt getroffen. Und um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass das Treffen mir so viel bringen wird, wie es am Ende getan hat. Letztes Mal Brot probiert. Ich glaube Wassermelone, Kaktus. Gar nicht geschmeckt. Ich bleib lieber OG. Mal ein bisschen was erzählen, ja? Erzähl mal, Bruder. Letztens, ich war Penthouse aufnehmen. Ja. Im Studio. Und ich komm zurück, Digga. Und ich bin so den Weg gelaufen, so, weißt du, wo Asima und. Ja. Digga. Ich lauf. Voll zum Auto. Auf einmal, Digga, sie läuft mir bam direkt entgegen. Ich hab sie doch schon einen Monat nicht mehr gesehen. Ja. Digga. Erstmal geflasht. Digga, ich wusste nicht, soll ich jetzt Umweg machen? Ja. Soll ich nicht Umweg machen? Ja. Auf einmal so, sie ist mir entgegengelaufen. Ich war dann irgendwie so voll eklige Situation. Ich wusste jetzt gar nicht so, was soll ich jetzt machen, Digga? Ich dachte mir, egal, ich laufe jetzt entgegen, ich guck einfach, was passiert. Und dann, sie steht da so, Digga. Sie läuft mir so entgegen und, Digga, sie bleibt stehen, ich bleib stehen. Hallo, wie geht's? Pipapo. Wir haben so kurz geredet, weißt du, so schnuck ne Scheiße, Digga, wie geht's dir, was machst du? Smalltalk. Ja, Smalltalk, Digga. Auf einmal fragt sie mich so ganz zum Schluss, wo ich ihr noch Tschüss gesagt habe, komm doch einen Tag vorbei oder willst du einen Tag vorbeikommen und Kaffee trinken? Ja. Ich meinte so, ja, ich komm gern vorbei, so, Digga, aber als wenn ich jetzt da hingehe, Digga, ich hab gar keinen Bock auf so eine Kopfschmerzen, Digga. Dann hat sie mir letztens geschrieben, so, ob ich komme oder nicht, ich hab einfach gar nicht geantwortet. Geh hin. Okay, rede mit dir. Ja. Danach kannst du immer noch Tschüss sagen. Ja, du hast gesagt, rede mit dir. Rede mit dir, ja. Das ist immer noch die Mutter deiner Kinder. Ja, lass uns das mal hinsetzen. Ja, komm. Lass uns mal hier hinsetzen. Du hast Kinder mit dir. Ja. Das ist die Frau, mit der du Kinder hast, die du geheiratet hast. Okay? Es gibt immer mal schwierige Zeiten. Aber man muss sich aussprechen. Probier es. Danach kannst du immer noch sagen, ey, tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Und sagst dann, arrivederci, wir sehen uns nie wieder. Probier's, Digga. Bro, guck mal, das Ding ist einfach eine Sache, die mir so krass Kopfschmerzen bereitet hat. Ich überlege jetzt einfach länger, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. Wir waren Tag und Nacht, wir haben uns gestritten, weißt du, was ich meine? Digga, so wie das meine Nachbarn erlebt haben. Was machst du, Digga? Ein Joint bauen. Wie ein Joint bauen? Ich will rauchen. Bruder, hier auf der öffentlichen Straße? Ist doch egal. Bruder, das stinkt, Digga. Jeder juckt uns doch an. Nicht. Wie juckt nicht? Bro, wenn jemand was sagt, Cannabis vom Ende ist mein Parfüm, ist gerade frisch rausgekommen. Digga, okay. Du machst mich fertig, Digga. Du weißt doch, wie es läuft. Du machst mich fertig. Ich wollte eigentlich nur was erzählen, du bist. Bruder, ich höre dir zu. Pack doch die Scheiße kurz weg, ich will noch kurz was erzählen. Ist doch gut, ein Joint bauen, Nero. Ich höre dir doch zu, red weiter und behalte mich mit dir. Digga. Oh Mann, Alter. Los, komm. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du. Doch, Mann, red jetzt. Wir sind hier ausreden, ja? Häng dich vom Thema ab jetzt. Das Ding ist, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um diese ganze Scheiße zu verarbeiten, die da passiert ist. Man trennt sich noch nicht ohne Grund, so, weißt du. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, endlich so ein bisschen frei zu sein. Und ich habe keinen Bock auf diese Kopfschmerzen, weißt du, ich meine. Wie es früher war, muss nicht sein wie heute, verstehst du? Wenn du dich mit dir aussprichst, vielleicht probiert ihr das wieder. Aber eine Beziehung, man muss immer zusammenhalten, auch wenn es schlecht ist, ja. Aber wie gesagt, sie ist die Mutter deiner Kinder, Bruder. Ja, du hast sie geheiratet, sie hat dich geheiratet, okay? Sie ist die Frau, die du haben wolltest und du bist der Mann. Du bist der Mann, den sie haben wollte, mit dem sie Kinder haben wollte. Bruder, ich wollte sie damals auch. Bruder, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, Digga. Bruder, hör mal zu jetzt.
Probier's. Wenn du es nicht probierst, vielleicht bereust du es in 5 bis 10 Jahren. Vielleicht morgen, vielleicht nicht morgen. Aber es kann der Tag kommen, wo du dir denkst, hätte ich doch probiert. Und dann kannst du nicht sagen, Scheiße, ich hab's ja nicht probiert. Vielleicht wär's doch gut gewesen. Ich verstehe, was du meinst. Bloß du warst halt nicht dabei. Ich hab's probiert. Bevor ich gegangen bin, Digga, ich hab alles probiert. Aber ich hab einfach grad nicht so diesen... Ist aber jetzt eine Weile her, oder? Ja, ist eine Weile her. Ist jetzt eine Weile her, oder? Du hattest deine Zeit jetzt. Sie hatte wahrscheinlich auch ihre Zeit jetzt. Ihr beide habt 100% überlegt, was ihr gemacht habt in der Beziehung. Was sind vielleicht die Streitpunkte gewesen? Ja? Aber wenn ihr euch jetzt abspricht, also abspricht, was Sache war, wie ihr euch gerade fühlt, was ihr denkt und einfach offen miteinander umgeht, denke ich, es kann wieder was werden. Ja? Ich will selber auch, dass ihr wie eine Familie fungiert. Ich kenne euch einfach nur zusammen auch. Ja? Wir sind zu dritt groß geworden. Und mich als dein Bruder, Bruder vom Herzen, nicht irgendein Freund hier von Seite, er sagt ja, safe, Digga, okay? Ich spiel den Shit. Ich sag dir es vom Herzen, probier's, sonst wirst du es am Ende bereuen. Und glaub mir, Reue tut am meisten weh am Ende. Dicker, warte mal ganz kurz, sie ruft gerade an, ja. Ja, ich bin hier gerade mit einem Kumpel, ich bin hier am Hackschen Markt. Ja, ich habe die Nachricht nicht gelesen. Und wann hast du denn überlegt zu kommen? Weil ja, ich bin auch mies beschäftigt gerade. Ja. Ja. Okay, alles klar. Guck mal, ich werde da sein, ja. Um wie viel Uhr? Alles klar. Soll ich noch irgendwas mitbringen, oder? Alles klar, okay. Ja. Ciao, ciao. Dankeschön. Oh, Brett, Dicker! Bombe. Ja, Dicker, Bombe, weil du nicht in mein Haus steckst, Dicker. Bruder, nicht Bombe, weil ich nicht in deinem Haus stecke, sondern Bombe, dass du dich überwunden hast jetzt. Auch wenn du Schmerz dahinter hast. Es zu probieren, zu reden. Boah, Digga, ich hoffe, okay. Digga, du machst mich fertig, Digga. Bruder, das ist wichtig. Das ist wichtig für eure Kinder, für deine Zukunft und ihre Zukunft. Ja, Alter. Wenn du danach, wenn ihr geredet habt und es klappt immer noch nicht, kannst du immer noch Tschüss sagen. Alle, der hat hier, hau rein, keine Ahnung, von Seite, du gehst. Ja, ich will das nur diesen Gefühlschaos machen, weil das ist mein Problem, Digga. Das Leben ist so. Gefühle sind da. Wir sind Menschen. Es tut richtig weh, aber es kann auch richtig gut sich anfühlen. Ja. Okay? Krass, Digga. Ich fühle dich, Digga. Weil ich liebe dich. Aber ich jetzt lass mal den Joint. Digga, bau mal da deinen Joint, Digga. Von mir aus bau mal den Joint, Digga. Ich mach Sachen, Digga. Ich mach Bild. Und genau diese Treffen meine ich. Das ist in meinen Augen ein wahrer Freund, der einem Ratschläge gibt, der einem das Gute möchte, der nicht neidisch auf etwas ist, der für mich Dinge tun würde, die andere Menschen nicht tun würden. Ich muss ehrlich sagen, das Treffen mit Johnny hat mir in dem Punkt weitergeholfen, dass ich dann erstmal wieder Klarheit bekommen habe, weil er mir eben auch so Sachen gesagt hat, wie die Familie ist eben alles, ne? Man darf nicht vergessen, man hat Kinder zusammen. Er hat mir sehr viele Sachen gesagt, die ich eigentlich wissen müsste, ohne dass sie mir irgendeiner sagt, aber mir sind so ganz viele Sachen durch den Kopf gegangen. Ich habe immer wieder die Worte von meiner Tochter im Kopf gehabt. Mama, liebst du Papa noch? Ich musste immer wieder zurückdenken, wie sie sich in meine Projekte eingemischt hat. Wenn du bist verheiratet, hast Kinder. Ja, und jetzt darf ich das jetzt nicht machen? Das sind alles Sachen so, die sich dann irgendwann so angestaut haben, wo ich dann einfach gesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe mir dann irgendwann wirklich selber auch gesagt, das ist halt einfach nicht die richtige Frau. Die Entscheidung, die ich dann hinterher getroffen habe, einfach
die Sachen zu packen und zu gehen, das war ja anscheinend auch nicht die richtige. Irgendwie war das nichts Ganzes, nichts Halbes. Und das war einfach alles doof irgendwie. Es war auch keine gute Aktion von Asima gewesen, dass sie mich da so behandelt hat. Aber und allein aus dem Aspekt heraus, dass ich meine Kinder sehr liebe und dass ich auch einen Ratschlag von meinem besten Freund einfach mal annehmen sollte, habe ich dann erstmal die ganzen Sachen angenommen und natürlich dann auch das Treffen Asima zugesagt. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe sehr lange hin und her überlegt. Ist es die richtige Entscheidung? Ist es nicht die richtige Entscheidung? Man macht sich da schon wirklich viel Kopfkino, weil man möchte nicht wieder zu etwas zurückgehen, wo man sehr lange gebraucht hat, von der Person auch irgendwie wegzukommen. So. Es kann ja sein, dass es nicht nur bei mir vielleicht Klick gemacht hat, eventuell hat sie sich ja auch ihre Gedanken gemacht. Und ja, sie war ja die ganze Zeit Single. Ich bin die ganze Zeit Single gewesen. Vielleicht ist es eine Chance, man kann es ja nicht wissen. Ne? Dann habe ich erstmal das gekauft, was Asima sehr, sehr liebt. Und das sind nämlich diese Ferrero-Küsschen. Sie liebt diese Pralinen oder wie auch immer man die Dinger da nennt. Also ich esse ja nicht so gerne Süßes, auch nicht so gern so generell alles, was mit Süßigkeiten so zu tun hat, auch Schokolade und so. Ich kann das nicht in Übermaßen essen. Asima liebt das. Und dann dachte ich mir so, dann kaufe ich ihr einfach mal so eine Packung Ferrero-Küsschen und werde sie dann zum Treffen auf jeden Fall mitbringen. Sind der Drucker hier eigentlich noch? Ja. Das ist ja der neue, wa? Geil. Ja. Ich sehe, du hast eine neue Abzugshaube, ja? Ja, ich mach gerade die Küche neu. Ich muss ein paar Sachen anfangen. Ist doch fresh, Alter. Sieht geil aus. Willst du hier in der Küche neu aufbauen, oder was? Ja, komplett die neue Küche brauche ich. Okay. Weißt du, wie es ist? Ja, mit Küche. Mit Küche ist immer Film. Oder? Für wen ist denn hier das schicke Geschenk? Ja. Na, erzähl mal. Ja, da hat halt irgendjemand beim Geburtstag. Wer denn? Ich? Hast du extra was für mich geholt oder was? Ja. Ha? Ja. Sehr cool. Ich hoffe, du trinkst Mandelmilch? Oder nee, Cashewkerne sind das. Ich trinke ich. Weil Kokosmilch habe ich nicht mehr. Die trinkst du ja so gerne. Ach, alles gut. Wo willst du trinken? Hier haben einen kleinen Tisch, großen Tisch? Ja. Hier haben einen kleinen? Ich mach mal deine Pralinen auf, ja, weil die sind echt extrem lecker. Ja. Das ist mein Lieblingspralinen, ne? Ich wusste, dass wir die haben so richtig gerne. Hast du die vergessen, ja? Nee, hab ich nicht vergessen. Sogar in 500 Jahren, wenn ich dich nicht sehe, vergesse ich das nicht. Nee. Und dein Fitnessplan, der hängt auch hier. Hast du noch einen Donner da im Kühlschrank, oder was? Ja. Sag mal. Ja, krass.
Ja, ich hatte mich dann tatsächlich dafür entschieden, dass ich zum Treffen gehen werde. Ich muss ehrlich sagen, obwohl ich mit Asima so viele Jahre zusammen verbracht habe, war ich irgendwie schon aufgeregt. Ich war echt aufgeregt. Das war so eine Situation, irgendwie befremdlich, aber irgendwie wusste man ja, was passiert. So, man wusste, okay, man geht ins Zimmer, man geht erwachsen miteinander um. Das war alles so, wieder so in die Wohnung reinzukommen, ne, wo wir sehr viele schöne Erlebnisse zusammen hatten, wir aber auch dann diese ganzen Streitigkeiten hatten, da wieder zurückzugehen, das war richtig eigenartig so. Ein ganz komisches Gefühl. Und ich habe eben gemerkt, dass die Frau in der Zeit, wo wir einfach nicht zusammen waren, an sich gearbeitet hat. Sie hat an ihrer Sprache was geändert, sie hat an ihrer Einstellung was geändert, sie ist meiner Meinung nach sehr offen geworden, so. Sie hatte keinen Stock mehr im Arsch. Aber Frauen können sich ja auch verstellen. Frauen sind ja auch klug. Frauen können ja auch erstmal nur so tun, als ob sie sich geändert haben. Und kaum kauft man die Katze im Sack, schon ist man wieder ein Problem drin, dachte ich mir so die ganze Zeit. Ja, klar. Das ist normal, wenn man sich so streitet, dass man sich dann irgendwann unwohl fühlt, so, ne? Ja. Ist ja normal. Und natürlich, wenn du jetzt eine neue Frau, sag ich mal, kennst. Oh, rede gar nicht über neue Frau. Ich, bitte, lass über uns beide reden. Ah, geil. Hast du denn schon dir Gedanken darüber gemacht? Was wäre, wenn? Wegen? Wegen dir, wegen mir, wegen den Kindern. Ich denke oft darüber noch. Ja, ist ja normal, dass man oft drüber nachdenkt. Was kommt bei dir so raus? An was denkst du so? Was spielen sich so für Gedankengänge in deinem Kopf? Ja, keine Ahnung, ist echt. Irgendwie keine Ahnung, es ist voll so scheiße. Also, so wie es gelaufen ist, ist es halt einfach voll kacke gelaufen. So, ne? Man denkt sich so, okay, eigentlich hätte es so nicht laufen sollen. So, weißt du, ich meine, da wäre man eigentlich noch immer noch so zusammen, weil es waren ja halt immer so voll die Kleinigkeiten, so, die man sich dann so hochgeschaukelt hat. Siehst du? Du sagst wieder Kleinigkeiten für dich. Ja, okay, für mich, es sind keine Kleinigkeiten. Wenn ich irgendwann anfange, hier oben das Gefühl zu haben, dass ich krank im Kopf wäre, dann ist es keine Kleinigkeit. Und das ist nicht so, dass ich das Gespräch zu dir gesucht hätte. Es ist mit dir schwer. Du holst den hyperaktiven Typen ran. Du bist ja eher so eine ruhigere Person. Und dann störst du mich in meinen Sachen. Du störst mich im Business. So. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Ja, ich glaube, das ist halt auch, wenn man mit diesem, was du jetzt machst, mit diesem Business-mäßig, mit diesem Rap und alles sowas, Social Media und alles machst, hatte ich ja damals nichts zu tun, so, weißt du? Wenn man keinen irgendwie so. Aber hast du dich dann in dem Punkt deiner Meinung nach gebessert, verändert, hast du mehr, Verständnis dafür? Weil man hat ja auch mit anderen Leuten, also ich jetzt persönlich habe ja auch mit anderen Leuten auch Kontakt, so, weißt du, ich meine, mit dem Sinn, weil ich jetzt auch selber angefangen habe mit Social Media, also Instagram, TikTok und YouTube und alles sowas, weißt du, ich meine, natürlich kommen dann automatisch dann die ganzen Anfragen und hat natürlich Kontakt mit Leuten, so, weißt du, ich meine. Deswegen habe ich, verstehe ich dich ja in diesem Dreh so ein bisschen. Passen? Sagst du das jetzt nur oder denkst du das? Nee, ich meine es ja ernst, weil ich persönlich will jetzt auch nicht, also sag ich mal, wenn wir jetzt noch zusammen wären und ich mit Social Media jetzt auch was am Hut habe, dass du mir irgendwas sagst, so, weißt du, ich meine, dass du ein Problem damit hast oder so, weißt du, ich meine? Jetzt auf einmal. Ja, aber ich sag ja gerade, das ist ja das Problem, weil man zu dem Zeitpunkt nicht, man kann sich in diese Person nicht reinversetzen, weißt du, ich meine? Weil wenn man mit diesem Punkt, sag ich mal. Mit der Person, mit mir? Ja. Du redest mal allgemein. Du musst über mich reden. Dann halt mit dir. Wenn du über mich redest, red ich allgemein. Sag, ich konnte mich nicht in deine. Weißt du, ich will, dass du auch mich verstehst. Du hast immer so. Du bist immer sehr vorsichtig. Wenn du redest, ja, sag, dass es um mich ging, dann fühle ich mich wenigstens angesprochen. Ach so, okay, ich will dich nicht verletzen. Naja, aber ich meine es wirklich ernst. Also, man kann. Ich konnte mich halt in diesen Punkt nicht in dich hereinversetzen, so, weißt du, weil ich hatte nichts halt am Hut mit so einem Thema halt, mit Musik und Social Media und dem ganzen Mist, so, weißt du, was ich meine? Aber wenn man. Scheiß auf Social Media. Mit Frauen habe ich auch auf Arbeit zu tun. Das war ja auch schon für dich.
Doch, nee. das war für dich auch ein Problem. Ah, jetzt übertreibst du aber. Doch, doch. Du holst irgendeinen Scheiß raus, obwohl es gar nicht stimmt, ey. Doch, doch. Junge, ey. Hätte ich jetzt eine richtig gute Bürokraft bei mir auf Arbeit, die jeden Tag 8 Stunden bei mir chillt, hätte ich ein Problem damit. Nein. Die richtig hübsch ist. Wenn ich eine Angestellte habe bei mir im Büro, die richtig gut aussieht, hättest du damit ein Problem. Safe. Also ganz ehrlich, ja, wenn Leute ein Problem damit haben, dass eine Angestellte bei dir arbeitet und die haben damit ein Problem, weil die gut aussieht, dann haben die irgendwie ein Problem mit sich selber, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Also. Hast du dich jetzt geändert, ja? Nee, ich war schon immer so. Also, hallo, ich arbeite auch, ich habe ja auch auf Arbeit mit Männern zu tun, also ganz ehrlich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber hat man nicht so viel mit Männern zu tun. Alter, du bist so geil. Nee, aber ich weiß, dass ich geil bin. Ich bin der Allergeilste, der Allercoolste. Ja, Hauptsache, Spaß. Ich mach nur Spaß. Nee, aber... Das läuft, ich hab so das Gefühl, das ganze Leben geht irgendwie gerade... Allein vorbei irgendwie. Das ist so, Corona, Digga, macht den Laden zu. Corona macht Fitness zu. Corona macht... Oh. Ich weiß, was du meinst. Wenn ich wieder darüber nachdenke, kriege ich so schlechte Laune, ja. Ja. Das Gespräch war super. Also ich finde, wäre ich nicht zum Gespräch erschienen, dann hätten alle weiteren Sachen danach niemals gefolgt. Und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass Johnny, aka El Cubano, dass er mich auf jeden Fall auf diesem Weg begleitet hat und dass er mir gesagt hat, Bro, mach das, geh hin und so, lass mal deinen Stolz beiseite, lass mal diese Filme beiseite und wenn sie dich abfuckt, kannst du ja wieder gehen. Und das nächste Treffen stand ja schon fest und wir wollten zusammen die Küche aufbauen. Und ich weiß ganz genau, dass wir in der Vergangenheit auch so viele Sachen zusammengebaut haben und wir uns immer währenddessen auch mal gestritten haben, uns wieder verstanden haben, viel gelacht haben, viel Blödsinn gemacht haben. Und ich dachte mir, also wenn das beim zweiten Treffen genauso gut abläuft, dann kann das wirklich was werden. Dann kann das wirklich was werden. So, ohne Scheiß. Ich bin dann aus dem Treffen rausgegangen und um ehrlich zu sein, habe ich mich dann auch schon irgendwie so gefreut darauf, okay, bald bin ich wieder bei Asima, bald bin ich dann wieder mit ihr in Aktion. Wir machen etwas zusammen, wir bauen etwas, was sehr, sehr schön wird. So. Dann bin ich einfach mal zum Termin erschienen, wo sie mich dann eben auch eingeladen hat. Und dann haben wir die Küche zusammengebaut. So,